weitergeht nach einem sehr emotionalen Vortrag. Nachdem wir gerade viel Neues und Interessantes über aktuelle Werkstoffentwicklungen gehört und gesehen haben, dreht sich in der kommenden halben Stunde alles um die vielseitigen Einsatzbereiche mit der Shaper Origin. Die Maschine bietet hohe CNC-Präzision in einer handlichen Oberfräse und unterstützt Anwenderinnen und Anwender im Arbeitsalltag durch digitale Technik. Andreas Riener, Holztechniker und Anwendungsspezialist bei Shaper Tools, präsentiert die gelungene Verbindung von traditionellem Tischler- und Schreinerhandwerk mit moderner Fertigungstechnik. Er zeigt und erklärt, wie einfach und schnell sich mit der Maschine auch komplexe Projekte mühelos umsetzen lassen und welche neuen Möglichkeiten sich besonders für kreative Schreinerinnen und Schreiner dabei auftun. Andreas gibt zudem Einblicke in die grundlegenden Funktionen und Anwendungsgebiete sowie in das gesamte abgestimmte Shaper-Produktportfolio. Hallo und herzlich willkommen, lieber Andreas. Ich grüße dich. Hallo, guten Morgen. Du bist schon in der richtigen Arbeitsumgebung am Start. Ja, wir freuen uns jetzt auf spannende Einblicke und in die vielfältigen Möglichkeiten mit der Origin. Und deswegen die virtuelle Bühne und unsere volle Aufmerksamkeit, die gehören jetzt dir. Viel Spaß. Erstes Mal dabei bei den Praxistagen und die Maschine komplett Neues. Den möchten wir uns jetzt heute einer simplen Anwendung widmen und damit die Maschine und vor allem unsere neuesten Produkte, die Shaper Plate und Shaper Studio, ein bisschen mehr beleuchten. Die Anwendung, die ich mir ausgesucht habe für heute, ist eine simple Griffmulde. Die wird mit Origin und diesem Griffmuldenfräser hier gefräst. Und wie das Ganze ablaufen soll, das gehen wir jetzt Schritt für Schritt durch. Das Material habe ich mir hier schon eingerichtet, ist dieses blaue Forest Color Material. Ich habe mir schon die Mitte angezeichnet, wo diese Griffmulde genau hin soll. Und wenn ich jetzt die Maschine da drauf setze, sieht man, passiert gar nichts. Das liegt daran, dass die Maschine noch keine Orientierung hat. Diese Orientierung könnte ich jetzt zum Beispiel mit dem Shaper Tape hier auf die Platte aufkleben, könnte das einscannen. Seit einem halben Jahr ungefähr haben wir jetzt aber die Shaper Plate, also unsere Schablone, wo ich hier in der Mitte einen Nullpunkt habe. Dann habe ich diverse Anschläge, mit denen ich diesen Nullpunkt referenzieren kann. Und ich habe vorne auch schon bereits das aufgebrachte Muster, anhand dem sich die Maschine orientieren kann. Das heißt, ich lege diese Plate hier auf, referenziere hier die Mitte, kann sie vorne anschlagen und setze jetzt die Maschine da drauf. Die erkennt das Muster und lädt schon automatisch das Werkstück hier drauf. Mittelpunkt ist auch bereits hier aufgenommen. Also der geht genau bei 0,0 durch. Genau, wie das funktioniert, gehen wir jetzt Schritt für Schritt kurz durch. Wenn ihr es noch ganz genau sehen wollt, haben wir auf der Webseite zahlreiche Informationen dazu, wie das genau funktioniert. Also erster Schritt ist, dass wir das Werkstück scannen. Das heißt, ich lege hier einen neuen Scan an, fahre mit der Maschine das ganze Werkstück einmal ab. Und die kennt jetzt dadurch die Position von jedem einzelnen schwarzen Feld auf dem Werkstück. Wenn ich das bestätige, werden all diese Bilder zusammengerechnet zu einem großen Werkstück und die Maschine hat die Orientierung, wie wir es hier auf dem Bildschirm jetzt sehen können. In der Mitte hat es einen kleinen Punkt, der repräsentiert genau den Nullpunkt der Spindel, also mein Fräsermittelpunkt. Jetzt anhand von dem kann ich mir das Raster anlegen. Das funktioniert so, dass ich mir hier zwei Punkte aufnehme auf der
Achse, wo der Nullpunkt der Plate auch liegt. Und einen dritten Punkt hier seitlich beim Nullpunkt in der Y-Achse. So, und dadurch kriege ich hier genau mittig von der Plate den Nullpunkt und kann mir hier jetzt dieses Oval erstellen, indem ich das System sozusagen hacke. Ich muss da zuerst einen Kreis zeichnen, aber wenn ich den kopiere, kann ich die Größe verändern und kann sagen, die soll 125 auf 45 mm groß werden, diese Griffmulde. Und ich kann sie jetzt platzieren. Mitte von der Kante her gesehen ist genau bei 50 mm. Also da auf der Plate steht eine minus 50 an der unteren Kante, wo wir jetzt referenzieren. Das heißt, die Mitte wäre bei 50 mm. Ich kann das natürlich hier in der Position noch verändern und kann sagen, ich möchte in der Y-Achse gerne 10 mm höher. Also die Mitte soll bei 60 mm von der Kante aus sein. Und das Oval geht automatisch an die Position. Ja, den Kreis kann ich wieder löschen. Dieses Oval, könnte man sagen, ist jetzt unsere digitale Schablone. Also anhand von dem kann ich jetzt im Fräsenmenü drin den Fräser führen. Ich kann sagen, was genau ich fräsen möchte. Also in dem Fall ist die Innenkontur. Hier würden wir jetzt zuerst die Tasche ausnehmen. Das heißt, alles Material innerhalb von dieser ovalen Kontur muss da weg. Und bei einer Tasche haben wir automatisch, wie man es hier sehen kann, schon einen Versatz drin, damit wir die grob ausfräsen können und am Schluss dann das Ganze nachschlichten mit einer sauberen Innenkontur. Jetzt, wie man sich vielleicht vorstellen kann, ist das ein bisschen problematisch bei dieser ovalen Kontur, weil ich habe immer irgendwo einen Eintauchpunkt, also am Schluss, wenn ich da nachschlichte mit der Innenkontur, habe ich irgendwo auf der Kontur den Eintauchpunkt und wieder auf derselben Kontur auch den Austauchpunkt. Das Ganze mit diesem Fräser würde dann schlussendlich folgendermaßen aussehen, nämlich so. Und genau das wollen wir ja verhindern. Deswegen müssen wir da einen kleinen Trick anwenden und dafür schauen wir uns kurz Shaper Studio an. So, wir sind jetzt in Studio, was unser kleines CAD-Programm ist, könnte man sagen. Hier habe ich einfache Funktionen, also ich kann Motive suchen. Wenn ich ein einfaches Schild gravieren möchte, habe ich da tausende mögliche SVG-Dateien, also 2D-Dateien, die ich mir reinziehen kann. In dem Fall brauchen wir aber nur ein simples Oval, deswegen gehen wir da auf eine einfache Form. Haben hier die Ellipse und können bereits Breite und Höhe festlegen, also 125 mm auf 45 mm soll das werden. Und ich habe jetzt hier genau die gleiche Griffmulde gezeichnet wie auf der Maschine, was ja, wie wir gesehen haben, nicht ganz funktioniert. Und als kleinen Trick machen wir es jetzt so, dass wir von dem Oval da eine Seite abschneiden, also hier schneiden wir durch, kopieren dann diese Seite oder besser gesagt, wir machen das Ganze noch gespiegelt und legen beide Formen übereinander. Das heißt, am Schluss können wir hier mit dem Fräser eintauchen, das Ganze einmal umfahren und noch gespiegelt in die andere Richtung ebenfalls machen, indem wir hier in der Mitte ein- und austauchen. Dadurch können wir auch so einen Griffmuldenfräser mit der Origin problemlos einsetzen. Genau, wie gesagt, schneiden wir hier ein rechteckiges Stück weg. Das heißt, ich setze mir das Rechteck hier drüben hin. Vielleicht noch ein bisschen größer. So. Jetzt kann ich das Ganze duplizieren. Da hochsetzen, da helfen mir die Fangpunkte auch extrem, dass ich sie immer schön mittig setzen kann.
Ich kann jetzt beides anwählen, kann den sogenannten Shapeshifter einsetzen, mir auswählen, welche Form ich behalten möchte und habe jetzt da bereits die neue Form. Das Ganze mache ich hier um mit dem gespiegelt auch noch und setze jetzt ganz einfach das unten rein und habe jetzt eigentlich die Form, die ich haben möchte, nämlich zwei überlappende Ovale. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob das auch funktioniert hier im Eck, ob der Fräser das erreichen kann. So als kleines Beispiel mache ich noch ein Rechteck neben dran, falls es funktionieren sollte, dass ihr seht, was genau ich meine. Um das zu prüfen, kann ich hier in den Planmodus reingehen und hier wähle ich jetzt an, was genau ich fräsen möchte. Also ich kann sagen, ich möchte da ja zuerst mal die Tasche ausnehmen bei den beiden Teilen. So, und der Fräserdurchmesser ist auch nicht 3,17, sondern 16 mm. Und wie ihr seht, wird das automatisch angepasst. Jetzt, wie gesagt, bei der Innenkontur kann ich hier prüfen, ob der Fräser auch wirklich da den Radius mitnehmen kann. Das funktioniert hier super. Als Beispiel, wenn es nicht funktionieren würde, würde das Ganze so aussehen. Also ich würde hier den Eckpunkt nicht abfahren können wegen dem Fräserradius. Aber wie wir gesehen haben, funktioniert das hier einwandfrei. Genau, ich will zuerst aber die Tasche fräsen, deswegen stelle ich das auf Tasche. Könnte hier theoretisch schon die Tiefe einstellen. Das sind 16 mm für beide Konturen. Das Rechteck brauchen wir nicht mehr, das können wir entfernen. Und am Schluss haben wir noch das Prüfen. Hier können wir uns kurz anschauen, wie das aussieht. Sozusagen eine CAM-Anwendung für die, die in der CNC-Technik ein bisschen bewandert sind. Und genau, man sieht einfach die Vorderansicht. Hier natürlich dann noch mit zurückgesetzten Kanten, also unterfrästen Kanten. Genau, das Ganze habe ich jetzt schon als Griffmulde benannt. Und da wir hier mit einem gewissen Konto angemeldet sind, können wir uns mit der Origin mit demselben Konto anmelden und haben im Gestaltenmenü jetzt die Möglichkeit, auf dieses Konto zuzugreifen. Also ich gehe auf Laden und finde hier bereits meine Griffmuldendatei. Ich kann die in der Position wieder so setzen, wie ich es möchte, also bei 10 mm in der Y-Achse, in X genau mittig. Und wie man sehen kann, sind die bereits als Tasche hinterlegt, die zwei Konturen. Und ich habe hier oben auch die Tiefe mit 16 mm bereits zugewiesen. Also das heißt, wenn ich eine bisschen aufwendigere Kontur hätte mit 40, 50 verschiedenen Linien, kann ich da bereits jeder Linie die Tiefe zuweisen am Computer, was einfach geht und muss mir hier an der Maschine keine Gedanken mehr machen, wie tief ich das Ganze fräsen möchte. Genau, jetzt sind wir auch schon so weit, dass wir fräsen können und wir starten jetzt einfach mal. Ich habe den 16 mm Fräser drin. Der funktioniert sehr gut mit der Origin zusammen. Den referenziere ich jetzt in der Z-Achse noch schnell, damit die Tiefe auch stimmt. Die haben wir bereits mit 16 mm hinterlegt. Was jetzt mit dem 16 mm Fräser auch kein Problem ist, da aufs Mal in diesem MDF-ähnlichen Forest-Color-Material. Hallo, hallo, ich mute den Andi mal, weil es jetzt ein bisschen laut wird. Wie ihr jetzt sehen könnt, das Blaue ist genau da, wo unser Fräser fährt. Also wir können auch, je nachdem, wie tief wir fräsen, ist das Blau auch dunkler. So können wir sehen, wo wir schon waren. Und Origin nimmt jetzt immer den Mittelpunkt, also der weiße Punkt. Solange der sich in dem weißen Kreis befindet, kann Origin die Spindel unabhängig vom Tower bewegen.
und so genau auf der Linie fahren. Hier machen wir jetzt eine Tasche, deswegen gibt es keine wirkliche Linie zum Folgen, aber so füllen wir dann diese Tasche auf. Hier sieht man das ganz schön auch. Andi, ich habe dich gemutet, weil du sehr laut warst. Perfekt, vielen Dank. Also wie man hier sieht, habe ich die zwei Taschen gefräst. Das direkt auf die 16 mm Tiefe. Fräser, wenn ich den noch schnell zeigen kann, der sieht so aus. Ist ein 16 mm Nutfräser, Vollhartmetall. Und wie gesagt, der funktioniert super im Zusammenspiel mit der Origin und da kann ich problemlos mal schnell 16 mm aufs Mal wegfräsen. So, wenn ich das Ganze jetzt auf die Innenkontur umstelle, für nachher sieht man, da ist noch ordentlich Versatz drin, was wir auch brauchen, da die Kante ja unterschnitten wird. Als nächstes wechsle ich jetzt den Fräser aus. Es geht ganz einfach wie bei einer herkömmlichen Handoberfräse. Die Spannzange kann Fräser bis 8 mm Schaft aufnehmen. Also eigentlich sämtliche Oberfräswerkzeuge bis auf solche mit Anlaufring gehen da mit der Origin eigentlich im Einsatz auch. Selbst wenn sie eine spezielle Form haben, wie jetzt hier diese Griffmultenfräser, den ich jetzt gerade einsetze. So, natürlich ändert sich hier die Referenz in der Z-Achse, also der Z-Nullpunkt ist nicht mehr der gleiche. Der Fräser taucht nicht mehr am gleichen Punkt ins Material ein, möchte ich damit sagen. Das heißt, ich gehe auf Z-Touch und mache da kurz eine Referenzfahrt für die Spindel. Also die Maschine macht sie selber. Und ich bin jetzt hier auch schon wieder bereit, um das zu fräsen. Jetzt gibt es hier noch einen kleinen Trick. Wenn ich ganz einfach fräse, also wie vorher, kann ich so schnell fahren, ja, wie es mir der Vorschub und Materialdruck erlaubt, Schnittdruck. Und ich habe dadurch keine konstante Fräsgeschwindigkeit und kann Brandstellen erzeugen und ja, kriege einfach kein sauberes Ergebnis oder nicht das bestmögliche Ergebnis. Deswegen benutze ich hier auch den automatischen Vorschub. Das heißt, ich kann sagen, ich möchte mit 350 mm pro Minute diese Kontur abfahren. Und anstelle, wenn ich jetzt eintauche, dass ich ganz einfach der Kontur folge, halte ich gleichzeitig die grüne Taste unten rechts gedrückt und die Spindel fährt automatisch innerhalb von dem Korrekturbereich hier, wo sie sich selbstständig auskorrigieren kann, fährt sie jetzt mit diesen 350 mm pro Minute und als Anwender folge ich jetzt der Geschwindigkeit der Spindel. Habe dadurch eine konstante Vorschubgeschwindigkeit, keine Brandstellen und ja, keine Unebenheiten durch irgendwie falsche Vorschübe. Genau, ich stelle es in der Tiefe wieder ein, dass ich keinen Versatz kriege, nehme ich 0,5 mm weniger als einen halben Zehntel, fast gar nichts. Und wäre jetzt schon bereit, um das Ganze nochmal zu umfahren. Der Achim würde in dem Fall wieder kommentieren, da ich zu laut bin. Ja, also Andi hat es gerade schon ziemlich gut erklärt. Er fährt jetzt, während er diesen grünen Knopf gedrückt hat, fährt er jetzt genau in dieser Vorschubgeschwindigkeit vor. Ist bei der Anwendung jetzt natürlich besonders hilfreich, weil wir vermeiden wollen, dass Origin austaucht. Wenn man nämlich zu schnell ist oder abrutscht mit Origin, dann fährt die Spindel automatisch nach oben. Und das wollen wir hier vermeiden, weil wir ja nicht im Material austauchen wollen, sonst bekommen wir dieses Loch, das Andi vorhin gezeigt hat.
Und jetzt sollten wir gleich eine richtig schöne Griffmulde hier draus haben. So, wie wir hier sehen, eine saubere Griffmulde. Kann ich auch gerne kurz mit der GoPro zeigen. Hinterschnitten. Noch ein bisschen Schleifarbeit notwendig. Aber dadurch, dass ich jetzt hier die Plate eingesetzt habe, könnte ich problemlos ein neues Werkstück aufspannen. Die Plate an einem anderen Ort hinlegen und ohne dass ich jetzt scannen oder das Ganze neu gestalten muss, kann ich die Maschine draufsetzen. Hier die Vorschau löschen und bin jetzt bereit, da eine zweite Griffmulde einzufräsen. Hier natürlich mit der Taschenfunktion. Aber ja, so einfach geht's. Und ich bin gespannt auf eure Fragen. Ja, vielen Dank, lieber Andi. Das war eine sehr spannende Demonstration. Du hast uns anschaulich einen richtig guten Überblick über die Arbeit mit der Origin und deren unterschiedlichste Einsatzmöglichkeiten gegeben. Dabei spielt, wenn ich es richtig sehe, extrem durchdachtes Zubehör inzwischen auch eine ganz große Rolle. Ne? Absolut. Das hat man gesehen. Und Shaper Studio ist ja ein, ich versuche es mal mit eigenen Worten wiederzugeben, ein einfach zu bedienendes CAD-Programm mit sehr vielen parametrischen Dateien, die ich als Basis für die jeweils gewünschte Bearbeitung hernehmen kann. Man kann darin sogar, wenn ich das richtig verstanden habe, die Bearbeitungsstrategie individuell auch definieren, oder? Genau, richtig. Also ich kann gerne noch mal kurz da zurück ins Studio. Und ja, wie gesagt, Bearbeitungsstrategie funktioniert hier eigentlich, wie wir es vorher gesehen haben, indem wir zuerst mal gestalten. Dann im zweiten Schritt planen wir, wie wir es fräsen möchten, mit welchem Fräsdurchmesser, mit welchem Versatz, welche Tiefe. Und am Schluss kann ich es prüfen, wie das aussieht, wenn es gefräst ist. Also sozusagen für die, die sich in der CNC-Technik auskennen, ein CAM-Programm. Also wie es auch eine HOMAG oder eine Biesse anbietet für stationäre große CNC-Maschinen. Das finde ich also richtig interessant und spannend. Und das trägt ja am Ende auch viel zu einem sehr guten Bearbeitungsergebnis bei. Ne? Jetzt habe ich mal noch eine Frage. Macht die Origin eigentlich Vorschläge ganz konkret, mit welcher Vorschubgeschwindigkeit ich beispielsweise bestimmte Bearbeitungen in bestimmten Materialien optimalerweise erledige? Also so ein bisschen Expertenwissen an den Anwender bringen? Die Maschine selber macht da keine Vorschläge, weil es sehr stark auch vom Fräser und von der Material-Fräser-Kombination abhängt. Also in Aluminium drin kann ich nicht gleich schnell fahren wie jetzt in einem Schaumstoffmaterial zum Beispiel. Und mit einem 3 mm Fräser kann ich auch mit einem anderen Vorschub jetzt rangehen als mit einem 20 mm Fräser. Deswegen haben wir auf unserer Webseite ein paar Hilfsartikel. Ich hoffe, ich finde die. Also auf unserer Webseite unter Lernen gibt es zum einen die Sessions, das sind von uns eigentlich erstellte Webinare, wo wir sehr viele Informationen zum unter anderem auch zum Fräsen weitergeben. Und unter Fragen und Antworten finden wir hier noch zahlreiche Artikel zu
verschiedensten Produkten, die wir anbieten. Unter anderem auch zu, ich hoffe, es ist unter Zubehör. Genau. Spezialfräser. Und da finden wir auch einen Leitfaden für diese Fräser, wo noch sehr viele Informationen dazu auch weitergegeben werden. Unter anderem auch, welche Vorschübe in welchen Materialien gefahren werden können. Super. Und genau, also das würde auf der Maschine selber vielleicht ein bisschen weniger Sinn machen. Deswegen haben wir es hier auf unserer Webseite aufgearbeitet. Super. Dann noch eine kurze Frage. Kannst du vielleicht noch mal für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die jetzt noch nicht so vertraut mit der Origin und deren Einsatz sind, erklären, auf welchen Wegen kommen Zeichnungen bzw. Programme auf die Origin? Also wir haben 3D, wir haben das Shaper Studio kennengelernt vorhin. Gibt es noch andere Möglichkeiten oder ist das der ganz zentrale Punkt, ja, von wo aus es dann auf die Maschine geht? Das lässt sich vielleicht einfacher beantworten, wenn wir bei der Maschine beginnen. Ich habe zum einen die Möglichkeit, eine einfache Form direkt auf der Maschine zu erstellen. Also wenn ich bloß einen Kreis brauche, muss ich das nicht zuerst am Computer zeichnen, sondern ich kann auf der Maschine das Kreiswerkzeug anwählen und kann sagen, ich möchte einen Kreis mit einem Durchmesser von 52,5 mm haben. Okay. Ich kann den hier direkt ablegen und im Fräsen nachher bestimmen, was ich fräsen will, ob ich da den innerhalb oder außerhalb fräsen will. Das ist so die einfachste Variante. Dann, wie wir es vorher gesehen haben, haben wir die Ladenfunktion entweder über unseren Shaper Hub oder mit einem USB-Stick. Mhm. Und das Einzige, was hier wichtig ist, ist das Dateiformat, dass das eine sogenannte SVG-Zeichnung ist, also eine simple 2D-Vektorgrafik. Okay. Und wenn ich so eine erstellen kann, kann ich auf die Maschine zugreifen. Das ist komplett unabhängig vom Programm, also das muss nicht Studio sein, das kann auch super. Ein Adobe Illustrator, das kann ein 3D-CAD, ein Vectorworks, ein Palette-CAD. Eigentlich praktisch jedes CAD-Programm kann das erstellen. Falls es nicht funktioniert und ihr eine stationäre CNC habt, vielleicht DXF-Dateien, ein bisschen familiärer sind für euch, dann haben wir in Studio auch noch eine Funktion, die ich jetzt noch nicht gezeigt habe, nämlich hier Datei importieren. Hier kann ich DXF und SVG-Dateien hochladen. Ja, super. Du kannst mir hier direkt reinziehen und natürlich mit Gestalten noch verändern. Mit Planen kann ich mir da, wie jetzt auch mit dem Oval hier, mit sämtlichen Dateien, die ich in DXF habe, kann ich das so auch, diesen Workflow durcharbeiten und sie dann auf die Maschine bringen. Super, danke für die Info. Jetzt haben wir noch zwei Fragen aus dem Teilnehmerkreis. Die erste Frage, verhindert die Autofunktion immer das versehentliche Austauschen des Fräsers? Das ist im Moment vielleicht bei der Funktion noch ein bisschen schwierig oder eine Schwierigkeit. Also wenn ich jetzt hier fräse und aus Versehen an der Stelle den Korrekturbereich verlassen würde, mhm, dann taucht der Fräser automatisch aus dem Material aus. Also ich kann es jetzt gerne nochmal zeigen. Okay. Der Fräser repräsentiert durch das kleine Pünktchen, wenn der den weißen Kreis verlässt, taucht die Spindel so oder so aus. Also okay, wenn dieser Korrekturbereich erreicht ist, würde ich so oder so in die Kontur reinfräsen, weil der Fräser nicht weiter korrigieren kann. Und an der Stelle, ja, kann ich das leider nicht verhindern, dass er austaucht. Also da ist ein bisschen Anwender-Fingerfertigkeit okay gefragt. Vielleicht eine Griffmulde nicht das optimale Ding, um zu beginnen. Also wenn man da ein bisschen ein paar Stunden Erfahrung mit der Maschine hat, ist das kein Problem mehr. Okay, dann gibt es noch eine letzte Frage. Warum lassen sich die in der Maschine gestalteten Formen nicht speichern? Also ich gebe sie jetzt mal eins zu eins weiter. Du kannst am besten bewerten, was es damit auf sich hat. Was damit gemeint ist, ist, wenn ich jetzt hier einen Oval gezeichnet habe oder einen Kreis, kann ich das nicht auf den USB-Stick abspeichern. Das bleibt aber auf der Maschine gespeichert. Also ich habe mit dieser Plate hier, mit diesem Muster schon zahlreiche Fräsungen gemacht, mit anderen Werkstücken.
Und unter dem Menü Scannen kann ich hier meine Arbeitsflächen aufrufen und sehe hier sofort eigentlich alle Arbeitsflächen, die ich bereits mit dieser Maschine und dieser Plate bearbeitet habe. Okay. Und kann in dem Fall eine alte aufrufen und zum Beispiel hier diese Flachspanner ausfräsen mit der gleichen Maschine und der gleichen Plate. Ich habe auch die Möglichkeit, die Arbeitsflächen, wie wir es gesehen haben, zu benennen. Zum Beispiel, dass ich da sofort die Griffmulde finde, kann die anwählen. Das war noch eine alte Datei. Aber ich könnte sie so wieder aufrufen und kann eigentlich zwischen Schablonen hier ganz frei hin und her wechseln. Ich kann auch 20 verschiedene Beschläge auf eine Plate hinterlegen, die alle benennen und habe dann eine ganze Beschlagsbibliothek auf dieser Plate hinterlegt. Super, ich denke, damit ist die Frage wunderbar beantwortet. Man sieht ja auch, du hast die neueste Variante der Origin jetzt benutzt. Ne? Man erkennt es auf den ersten Blick am größeren Bildschirm. Und ja, ich kann jetzt einfach nur in die Runde geben, wer sich das nochmal genauer angucken möchte und vielleicht auch über die neue oder erweiterte innere Werte informieren möchte, der ja, sollte sich das unbedingt auf der Ligna in Hannover live von euch demonstrieren lassen, lieber Andi. Ansonsten sind wir durch. Es gibt keine Fragen mehr. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Es hat viel Spaß gemacht und sende herzliche Grüße zu euch. Ne? Schönen Tag noch und bis bald. Vielen Dank von unserer Seite und schönen Tag allen.